Servus zusammen, ich bin Robert von die Gearheads und möchte euch heute die Wanderschuhe von Mammut, den Dukan mit GTX vorstellen. Möchte ein bisschen auf die Eigenschaften eingehen, möchte euch kurz erklären, für was der Schuh alles gut ist, für was man den Schuh alles verwenden kann und vor allem, was es mit der Passform und mit der Griffigkeit der Sohle auf sich hat. Ja, wie ihr seht, war ich mit dem Schuh schon viel unterwegs. Ich habe den Schuh oder Wanderschuh schon ausreichend getestet. Überzeugt hat mich von Anfang an die Schnürung von dem Schuh. Ich fand das total super, dass man das unkompliziert anpassen kann am Fuß. Allerdings muss ich sagen, habe ich mir am Anfang ein bisschen schwer getan, in den Schuh reinzukommen. Aber trotzdem war es nach ein paar Mal anprobieren doch eine recht unkomplizierte Geschichte. Und vor allem auch absolut entspannend die Griffigkeit der Sohle, fand ich, war in allen Lebenslagen, im Fels, im nassen Gelände, im Klettersteig, auf Wanderungen, auf moosigem Untergrund. Das war alles sehr gut zu bewältigen, hat mich komplett überzeugt und kann den Schuh wirklich jedem empfehlen, der für leichte Wanderungen, leichte Klettersteige, Trekking unterwegs sein möchte. Ja, grundsätzlich muss man sagen, die Schuhe haben mich komplett überzeugt. Die Dichtigkeit der Schuhe ist super. Die Passform ist angenehm. Ich kann den Schuh optimal anpassen an den Fuß. Die Griffigkeit der Sohle ist entscheidend auf allen Untergründen, kein Problem. Und vor allem entscheidend ist auch, dass am Ende vom Tag meine Füße keine Ermüdungserscheinungen gehabt haben. Das war natürlich auch Grund zurückzuführen der extrem guten Dämpfung von dem Schuh. Das war sehr positiv und hat mich auch positiv überrascht. Und deshalb ganz klare Empfehlung für den Schuh zum Wandern, Klettersteigen und leichtes Trekking. Ja, zum Schluss noch mal ganz kurz ein bisschen was zur Schuhpflege bei dem Teil hier. Ganz einfach nach den Touren, nach den Bergtouren, nach den Wanderungen, seht ihr, die Schuhe sind ein bisschen dreckig geworden. Da reicht es einfach, wenn ich mit einem nassen Schwamm oder einem nassen Tuch die Schuhe einfach ein bisschen sauber mache oder einfach mal durchs nasse Gras gehe, dann werden die Schuhe von Haus aus sauber. Und vor allem, wenn man öfter auf Touren unterwegs gewesen ist, empfehle ich auf jeden Fall ein bisschen eine Schuhpflege, zum Beispiel mit einem Imprägnierungsspray von Nikwax. Ja, zum Schluss möchte ich euch nochmal eine Größenempfehlung geben von den Schuhen, mit denen ich unterwegs war. Also ich hatte oder habe Schuhgröße 44. Ich habe in dem Fall die Schuhgröße Nummer 45 getestet. Die Schuhe fallen ganz normal aus, nicht zu groß, nicht zu klein. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, bei dem Testbericht von mir dabei zu sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr den YouTube-Kanal abonnieren würdet, bei uns auf der Webseite reinschaut oder euch die nötigen Tipps bei uns bei die Gearheads abholt. Ihr könnt gerne anrufen, wir beraten euch gerne und freuen uns bis zum nächsten Test.